mein Pilzesammelvideo auf meinen YouTube-Kanal. Mykodentik. Und zwar jetzt checken wir wieder, ob hoffentlich nach 2 Tagen wieder auf die gleiche Stelle wieder Steinpilze wachsen. Wir sehen das. Genießt die Pilztour mit mir und schaut das Video bitte zu Ende und lasst ein Abo da für mehr cooleren, entertaining Pilzesammelvideos. Der Pilzart für heute ist ein Pilz und zwar der grünblättige Schwefelkopf. Ist ein giftiger Pilz, hat auch grüne Röhren und die ist noch immer in dieser Schutzhülle. Das sieht man hier. So wie beim Stockschwämmchen hast du auch so einen Velumring. Der sitzt immer noch dran. Das ist ja ganz, ganz dünn. Aber der ist stark bitter und der essbare Variante wäre der rauchblättige Schwefelkopf. Ein guter Speisepilz, aber der ist stark bitter. Darum merkt man, dass er bitter ist, also dass er giftig ist. Und ja, den lassen wir stehen. Ein sehr, sehr häufiger Zersetzerpilz, der gefühlt jeden Stumpf besiedelt und zwar tausendfach. Ist ein klassischer Fliegenpilz, den kennt man. Und daneben ist ein Laubfrosch. Nein, hier ist der Laubfrosch. Sehr getarnt. Darum Laubfrosch, weil er Laub mag vielleicht. Aber da ist der Fliegenpilz. Ist giftig. Wir haben vor 2 Tagen beobachtet, dass jemand Fliegenpilze sammelt. Was schon ein bisschen komisch ist, aber kann jeder machen, wie er will. Ist uns egal, wenn wir Vergiftung bekommen. Hauptsache er hat Spaß an den halluzinogenen Stoffen, die, glaube ich, drin sind. Bin nicht ganz sicher, aber darum lassen wir das auch. Wieder die gleichen Kuhröhrlinge, so wie der gleiche Fruchtkörper, die ich gepflückt habe. Sind jetzt nicht größer geworden, der ist halt runtergefallen. Aber das sieht immer noch so aus, ob er immer noch am Boden ist. Das ist krass, weil die Kälte konserviert ein bisschen, jetzt haben wir ein bisschen Föhn. Dann ist ein bisschen plus zweistellige Temperaturen, aber der Kuhröhrling gesagt, wenn man den anbrät, wird er lila. Kann man essen, aber ist nicht so ein guter Speisepilz, eher für Mischpilzgerichte. Hier haben wir noch einen Fliegenpilz. Ich bin mir sicher, ob den wir sogar hatten vor 2 Tagen. Der ist auf jeden Fall weitergewachsen und ist hier am Start, um Sporen abzugeben und wieder sich zu verderben. Und dann hatte der Fruchtkörper alles getan, was der Pilz braucht, und zwar Sporen absondern, um diese Pilzart weiter zu verbreiten. Was ist denn das? Ein Birkenpilz. Sehen wir einen Rohrfuß, aber der ist deutlich zu alt, also kann man stehen bleiben. Aber was ist das hier? So haben wir hier Gürtelfüße. Und zwar, die wären, glaube ich, wenn es der filzige wäre, wäre es essbar, aber das ist bis jetzt schmierig. Der wäre essbar, aber ich bin, es gibt eine Föhre, das könnte, weil der filzige Gelbfuß wächst nur unter Föhre und ist ein guter Speisepilz, aber eher für Pilzkenner. Aber die sehen jetzt nicht so jung aus, nicht so frisch aus, deswegen bleiben sie auch stehen. Da sind wir bei der gleichen Rotkappe und wir checken jetzt die Rotkappe mal ab, die mal klein war. Nee, ist doch Kiefer gewesen. Ein bisschen hier weiter und dann finden wir hoffentlich die gleich. Hier war mal ein älteres Exemplar, das nicht geschafft habe zu wachsen. Eine Rotkappe, die schon hinüber ist, aber die Rotkappe, die ich meinte, die ist nicht. Wieso rund weiter? Ich habe den Baum, glaube ich, gefunden, wo die Rotkappe wachsen soll. Gucken mal. Die ist nicht mehr da. Ich dachte wegen dieser Schnecke, weil hier der Rest von der Rotkappe ist. Also die Rotkappe wurde gefressen. Ist nicht schlimm. Ich wollte nur sagen, aus dem Fenster ranlehnen, dass es vielleicht die letzte Rotkappe ist. Deswegen habe ich sie auch stehen gelassen. Und ja. Ist noch ein Fliegenpilz. Auch ein schöner Fliegenpilz. Bleibt auf jeden Fall stehen. Wenn sie etwa andere Zwecke benutzt, sammelt die. Aber ich sammle die nicht.
Der Fliegenpilz sieht nach 2 Tagen wieder so aus. Also die kleinen brauchen ein bisschen länger Zeit als die größeren. Aber ja, die Veränderung ist sehr spürbar, sehbar. Ich weiß nicht, was jetzt hier nach 2 Tagen alles passiert ist. Na, die Fliegenpilze. Sind gewachsen, ob sie angefressen sind. Also angewachsene Pilze können auch wachsen, wenn nach der Stehen nicht so krass abgemampft ist, wachsen die schon weiter. Haben mit dieser Beschädigung weiter. Die können auch ein bisschen die Huthaut generieren. Das sieht man beim Baron. Wenn Anfallstellen wieder bräunliche Kappe haben, kann sich wieder ein bisschen so eine Schicht bilden wie der Huthaut. Dann. Wieder sehr, sehr schöne grünblättige Schwefelköpfe, aber richtig Prachtexemplare. Sind nach 2 Tagen gut gewachsen. Jetzt sind sie ausgewachsen und so sieht es einfach atemberaubend schön aus. Wie im Bilderbuch. Wahrscheinlich ein verwester Steinpilz. Ja, der ist verwest. Das ist nichts für die Speise. So 100% nicht. Genau aus dem D bleibt einfach stehen. Punkt. Das ist nicht lustig. Und der ist schon rausgerupft worden. Und das ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ein Steinpilz. Ja. Was ist das für eine Pilz? Schweinshaut oder so? Nee, ist es nicht. Das ist ein Lamellenpilz. Und es ist ein Pilz. Ein Zersetzerpilz auf dieser Stumpfli. Und das ist kein Schweinshaut. Das ist eben der Laubknäueling oder wie der heißt. Ich glaube, minderwertig essbar. War es nicht mehr so ganz. Ich habe die Art letztes Mal im Frühjahr gefunden. Deswegen kann ich ihn endlich wieder mal vorstellen. Der Laubholzknäueling. Ja, kann man gut erkennen. Doch diese violetten Farben. Ja, der ist am Anfang so richtig knallrosa, wächst schon ab Mai. Und ja, lass ich ihn mal stehen, aber toll fürs Auge. Bei einer neuen Stelle wachsen auch wieder Fliegenpilze. Ich bin jetzt wieder hier, Stellen abzuchecken, wo ich noch nicht in diesem Wald gesucht habe, also noch unbekannt sind. Und ja, vielleicht finden wir für die nächste Saison auch gute, pilzversprechende Stellen. Aber ja, bis jetzt noch ein weiter Fliegenpilz, ist ja toll für die Pilzartenvielfalt. Ich fragte mich, was ist das für ein rotes Ding? Ja, noch ein Fliegenpilz. Das ist echt schön. Prachtexemplar. Oh, ganz Prachtexemplar. Der Fliegenpilz. Richtig toller Pilz. Das ist noch ein gleicher Fliegenpilz, gleich alt, aber der ist deutlich mehr angefressen, aber genau gleich groß und schön. Aber wo ist der Steinpilz? Das ist die andere Frage. Wo bist du für ein Tier? Bist du ein Gego? Lol. Das ist relativ sehr, sehr selten. Also nicht so häufig. Der wäre eher in Flüssen. Ich habe den Namen von diesem Gecko oder dieser Eidechse vergessen. Aber ist ein tolles Tier. Nicht Insekt. What the fuck? Nein, ein Reptil. Genau, jetzt habe ich es. Dunklen Wald sieht man wieder einen leuchtend gelben Punkt, roten Punkt. Und zwar ein ausgewachsener Fliegenpilz. Schön anzusehen, da hat er aber stehen. Aus diesen Gründen, wo ich vorher gesagt habe. Ich weiß nicht, wo der Weg ist, aber hier wachsen hier Fliegenpilze und hier ist noch ein Fliegenpilz und hier dann in der Seite noch ein Fliegenpilz. Finden wir hier etwas höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir hier einen Steinpilz hier finden, weil es hier relativ nicht nahe am Weg, Waldweg ist. Ja. Hier haben wir ein neues Nest gefunden. Das sieht sehr, sehr steinpilzversprechend aus, aber ich bin nicht der Einzige, wo jetzt diese gefunden hat oder jemand kennt die Stelle. Wer bist du? Wer bist du? Der ist nicht mild, der ist leicht bitter. Und ich würde sagen, das ist kein Anhängsel-Röhrling, sondern ein
5 Fuß Röhrling, Fuß einer fetten Buche. Das stand durchschneiden, aber und dann drüber lecken und dann. Man aufgeschnitten, aber es kann kein Anhängselröhrling sein, weil hier muss an das Stielbass hellbräunig sein und dann kann es sich ein bisschen blau verfärben. Doch ein anderes, helleres Fruchtfleisch, aber hier ist eher weißlich, bläut ein bisschen und hat diese Dinger. Wenn ich mal. Der ist bitter. Also, ich weiß nicht genau, ob es. Ich würde sagen, es ist ein Schönfußröhrling. Weil. Ja, ich merke die Bitter auf der Zunge. Es ist nicht so stark bitter wie der Gallenröhrling, aber der ist nicht mild. Also, kein Speisepilz für diese. Aber ein Schönfußröhrling, immer noch Ende Oktober. Schon krass. Okay. Ja. Oh, was ist hier Regenbogen, Bro? Was ist Regenbogen? Ganzer Regenbogen, guck. Hier, so. Hier. Ah, Baum, geh doch weg. Hat's ne. Ey, bitte, Regenbogen, bitte verpiss dich nicht. Hat's ne. Ja, hier sieht man's jetzt. So. Und dann so, Bro, alles klar. Ein vollständiger Regenbogen. Regenbogen, Bogen aus Regen. Was mit der Pilzer-Sammel-Video auf meinem YouTube-Kanal. Abonniert bitte diesen Kanal. Für mich solche unterhaltsamen Pilzer-Sammel-Video auf meine Art, weil das macht das Game aus, weil die Dreckstropfen noch hier sind, aber besser. Let's go. Bis in meinem nächsten Video wieder.